Bewusst gesund, das Magazin. Im Takt, wie Musik bei Parkinson hilft. Tiefenentspannt, was Meditation im Gehirn bewirkt. Gesunde Hausmannskost, so wird Üppiges noch besser. Herzlich willkommen bei Bewusst gesund, Ihrem Gesundheitsmagazin. Heute wieder aus dem Boccaccio-Saal hier im Lapura Frauengesundheitsresort in Garz am Kamp. Musik und Gesang heben nicht nur die Laune, sondern wirken sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Das weiß man heute bei einigen Erkrankungen, zum Beispiel bei Depressionen und Ängsten, aber auch der Lungenkrankheit COPD. In Salzburg wird nun erforscht, wie sich Singen auf Parkinson-Patientinnen und Patienten auswirkt. Heute, am Welt-Parkinson-Tag, stellen wir Ihnen einen Grazer vor, der das schon länger weiß, ganz ohne wissenschaftlichen Beweis. Gerald Gangelbauer ist chronisch krank. Er hat Parkinson. Das war 2005, 2006. Da habe ich schon verschiedenste Symptome gespürt, ohne dass ich gewusst habe, wie die in mein körperliches Gesamtbild passen. Also ich habe zwei Hände gebraucht, um Zähne zu putzen. Ich habe die Beine übereinander geschlagen beim Schlafen und war unruhig und wollte eigentlich nicht mehr sich richtig weggehen. Oder es war ein bisschen Depression auch dabei, schätze ich einmal. Parkinson-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, es kommt zum langsamen Absterben von bestimmten Nervenzellen, Nervenzellgruppen im Gehirn, aus einer Ursache, die letztlich unklar ist. Und vor allem betroffen sind die Basalganglien. Das sind tiefe Areale im Gehirn, wo Dopamin produzierende Zellen beheimatet sind und die sterben eben langsam ab. Parkinson wurde früher auch Zitter- oder Schüttellähmung genannt. Aber man kann Parkinson haben, ohne jemals ein Zittern zu entwickeln. Und die Bradykinese, die Verlangsamung von Bewegungen, ist eigentlich das wichtige Symptom für die Diagnose. Das kann sich so äußern, dass die Mimik verändert wird. Es kommt zu einer Bewegungsarmut auch im Gesicht, einer Hypomimie. Die Stimme wird leiser, monotoner. Es kann im späteren Verlauf zu Gangstörungen kommen, dass das Gehen kleinschrittiger wird, die Haltung ein bisschen nach vorne geneigt. Ein Arm wird zum Beispiel weniger mitbewegt beim Gehen. Und die Krankheit ist typischerweise auch asymmetrisch. Das heißt, eine Seite vom Körper ist in der Regel stärker betroffen als die andere. In Österreich leben geschätzt 20.000 Betroffene. Die Tendenz ist steigend. Das Durchschnittsalter bei der Erkrankung ist 60 Jahre. Gerald Gangelbauer war 48, als ihn die Krankheit traf. Ich bin eine Kämpfernatur. Nicht? Oder ich habe mich zum Kämpfer entwickelt, vielleicht auch mit der Krankheit. Weil mir war es nicht recht. Ich musste was dagegen tun. Und man kann zwar die Symptomatik ein bisschen verzögern oder hinausschieben, aber man kann noch nicht heilen. Und das hat mir so angezipft, dass ich alle Kongresse besucht habe, die es irgendwie gegangen ist. Dort lernte der Steirer unter anderem Musik als Therapie gegen seine Krankheit kennen. Musik hat ja verschiedene Funktionen und aktiviert im Gehirn auch unterschiedliche Areale. Parkinson-Patienten haben zum Beispiel Probleme, Bewegungen, die sie selbst starten müssen, auszuüben. Und es gibt auch Probleme mit dem Timing von Bewegungen und mit einer Rhythmik von Bewegungen. Also zum Beispiel beim Gehen braucht man auch einen gewissen Rhythmus. Und Musik hat ja einen Rhythmus. Und durch diesen Rhythmus der Musik, beim Hören wird ja der akustische Kortex aktiviert, kann es zu einer Synchronisation kommen, dass sozusagen Bewegungsareale in der Tiefe des Gehirns, in den Basalganglien, synchron zu diesem Rhythmus aktiviert werden und dadurch die Bewegungsausübung erleichtern. Je einfacher der Rhythmus der Musik, desto leichter ist es für die Betroffenen, diesen zu übernehmen. Welche Art von Musik oder die Lautstärke spielen keine Rolle. Ganz nebenbei werden durch Musik und gemeinsames Spielen die sozialen Kontakte gepflegt. Die Freude ist einfach das Maßgebliche. Das subjektiv fühlt man sich einfach wirklich freier, besser, lustiger, entspannter. Alles, was man ablenkt von diesen Symptomen und Signalen, die der Körper halt dauernd schickt. Und Singen ist wie eine Massage für den Körper. Also wirklich ganz, ganz angenehm, ganz hervorragend. Und leider halt nicht allzu nachhaltig, weil die Sensationen gehen vorüber. Aber man hat sie vielleicht im Kopf eine Weile und lebt besser damit.
Das Ziel der Musiktherapie oder der unterstützenden Bewegungstherapien ist jetzt nicht unbedingt, Medikamente zu reduzieren, weil die Medikamente sind hochwirksam und haben einen enormen Benefit, sondern ich glaube, es geht darum, dass man sagt, okay, was können Patienten zusätzlich machen, von sich aus beitragen, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Ich glaube, das ist das Ziel dieser Bewegungstherapien. Man muss auch sagen, dass es im fortgeschrittenen Krankheitsstadium Symptome gibt, die auf die Medikamente nicht mehr so gut ansprechen. Zum Beispiel beim Gehen kann es zu einem plötzlichen Einfrieren von Bewegungen kommen, einem Freezing, also dass plötzlich kein Schritt mehr möglich ist. Und da kann sein, dass Medikamente manchmal nicht mehr so gut wirken. Und Musiktherapie hat da einen enormen Stellenwert, weil diese Bewegungsblockaden durch die Synchronisation der Bewegungen zur Musik überwunden werden können. Kann das Sprechen sehr gut beeinflussen, die Lautstärke, aber auch die Modulation der Stimme durch Gesang. Man darf auch nicht vergessen, dass Musizieren in der Gruppe auch einen enormen Effekt auf die Stimmung hat, ja, auf das Wohlbefinden. Musik wirkt auch letztlich antidepressiv. In diesen Jahren habe ich halt einfach gelernt, dass man sich öffnen muss, dass man das Gesicht zeigt, das man hat. Und dass man sagt, man ist krank und nicht versucht, sich zu verstecken. Gerald Gangelbauer hat die CD Parkinson Duets veröffentlicht mit 11 Liedern von unterschiedlichen Bands, in denen auch von Parkinson Betroffene mitwirken. Der Erlös der CD kommt der Parkinson-Hilfe zugute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Informationen zu unserer Sendung finden Sie im Internet unter bewusstgesund.orf.at, dem Teletext auf Seite 358 und in der ORF-Nachlese. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche mit dabei, dann bei unserer 400. Ausgabe. Machen Sie es gut, bleiben Sie bis dahin gesund und ich wünsche Ihnen trotz Corona frohe Ostern. Und jetzt geht's hier weiter mit der Sendung Bürgeranwalt.